Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen beim 15. Lichter Filmfest Frankfurt International. Wir kommen so richtig so jetzt in den Filmflow, nachdem die Eröffnung gestern Abend schon ziemlich gut war im Cantate-Saal. Man hat es ja jetzt gesehen, der Film hier vorher war wirklich fast ausverkauft und jetzt für alle Cinephilen ein ganz besonderer Film, der auf der Berlinale schon gelaufen ist und der... Ja, das, den Begriff Kuratorinnen nochmal ganz speziell im Kinokontext definiert von eine Doku von Alice Agnes Kirchner. Herzlich willkommen. Es geht natürlich um die Gregors und ist es mit den Kuratoren, Kuratorinnen, gab es den Begriff damals schon, als die angefangen haben? Nee, den Begriff gab es natürlich nicht. Also erstmal schön, dass ihr alle da seid, dass ihr alle da sind. Vielen Dank an das Lichterfest, dass wir den Film hier zeigen können. Ja, also Erika und Ulrich Gregor haben begonnen, Filme zu zeigen ab 1957 und ich glaube, der Begriff Kurator oder Kuratorin würde den beiden sowas von fremd sein, sodass sie also sagen würden, ja, wir haben halt Filme gezeigt und wie sie das gemacht haben, beziehungsweise was sie gezeigt haben, habe ich versucht, zu erzählen. Wir werden jetzt nicht mehr weiter darüber reden, sondern wir machen gleich hier das Licht aus und der Film geht los. Komm mit mir in das... Moment, wir wollen noch hinterher. Das wollte ich noch sagen. Wir reden auf jeden Fall hinterher über den Film weiter. Deshalb sind wir ja hier. Deshalb gerne noch auf jeden Fall ausharren. Die Nacht wird eh lang und mild bleiben. Kein Problem. Die Sonne geht mittlerweile unter, aber dafür sind wir ja im Kino. Ja, und auch vielleicht nochmal, ich weiß, 150 oder 155 Minuten sind erstmal, wenn man es so liest, lang. Aber ich kann versprechen, es sind kurzweilige 2,5 Stunden und ich habe ehrlich gesagt tatsächlich noch nichts anderes gehört und wenn Sie die Ersten sind, dann sagen Sie es mir nachher. Dafür bin ich wieder da. Vielen Dank und gute Projektion. So, vielen Dank. Alice Agnes Kircher ist hier nochmal zu später Stunde. Vielen Dank für diesen tollen Film. Mir ist spontan vorhin in den Sinn gekommen, Film als Therapie. War das für die Gregors sozusagen Therapieersatz im Leben oder haben... Bei ihr hat man das ja jetzt gerade am Schluss noch sich so gedacht. Naja, Film war ihr oder ist ihr Leben. Also was dann da Therapie ist oder was dann was ersetzt. Aber natürlich ist Film auch immer aufregender oder oft aufregender als das direkte Leben. Und man kann sich immer einen Film angucken und immer über einen Film unterhalten. Also ich glaube, das hält die natürlich einerseits frisch und auch beieinander, ja. Das wäre sozusagen auf jeden Fall die psychoanalytische Komponente, über die es noch zu reden gilt. Aber jetzt ein bisschen Hausfrau oder Hausmann-Psychologie. Ich habe ein paar andere Fragen, bevor gerne Sie Fragen stellen können. Okay. Erstmal so, wer ist dieses Vespa-Paar, was wir am Anfang sehen? Das ist wirklich eigentlich nur eine Allegorie für das Lebensgefühl. Als ich dann erzählt habe, ich möchte so eine Vespa besorgen, dann hat Ulrich vielleicht gesagt, ich möchte mal wieder die Vespa fahren. Da habe ich gedacht, Hilfe, nein, bloß nicht Ulrich jetzt auf der Vespa. Also es ist der Moment, also die Gregors, wenn man sie kennt, man hat ja immer das Gefühl, die waren schon alt, die müssen schon alt auf die Welt gekommen sein. Man sah sie und sie waren immer das gesetzte Ehepaar. So habe ich sie vor, 30, 33 Jahren kennengelernt. Aber dass sie ja mal so ganz jung waren und eben genau so miteinander und dieser Stadt umgegangen sind, ich wollte so einen kleinen Moment das aufleben lassen. Und wir haben dann gezielt nach Personen gesucht, einer groß, die kleinen. Also es war eher so der Versuch eines leichten Lookalikes, sage ich mal, zu finden. Wie schwer war es denn, die beiden zu überreden, sich darauf einzulassen, sehr viele Interviews aufzunehmen? Wahrscheinlich ging das vor der Pandemie los, ich vermute mal, die Dreharbeiten. Und dann hat man sie ja auch ein paar Mal dann mit Maske in der Akademie der Künste gesehen, also es ist dann wahrscheinlich auch in die Pandemiezeit reingelappt. Also ehrlich gesagt, es war alles genau während der Pandemie, also ich habe in der Berlinale 2020
2020, die ja gerade noch so kurz vor der Pandemie oder in den ersten Zügen stattfand, habe ich sie natürlich wie immer mal wieder gesehen. Und ich hatte so das Gefühl, sie sind jetzt ein Tick älter als früher. Also es wirkte so ein bisschen klappriger, ein bisschen langsamer. Und ich habe mir gedacht, wenn ich den Film nicht jetzt mache, dann ist es irgendwann nicht mehr machbar, weil dann die Energie nicht mehr da ist, weil die Erinnerung vielleicht nicht mehr so klar ist, weil die Körperlichkeit auch natürlich, sie werden jetzt 90 und 88, dann anders ist. Und ich habe dann 3 Tage später, habe ich Erika angerufen und gesagt, Erika, wir haben was zu besprechen, ich möchte vorbeikommen. Und Ulrich muss auch dabei sein. Und dann sagte sie, was ist passiert? Geht es dir schlecht? Sag ich, nein, mir geht es überhaupt nicht schlecht, aber wir müssen was besprechen. Und dann habe ich ihnen das ziemlich genau so gesagt. Dazu muss man sagen, ich habe diese Idee schon seit 20 Jahren und ich habe immer mal wieder zu den beiden gesagt, jetzt wird es mal Zeit für einen Film. Und Erika war eigentlich immer die, die gesagt hat, ach ja, irgendwann vielleicht und vielleicht lieber auch nicht. Das war jetzt auch wieder ähnlich, ja, muss denn so. Und Ulrich hat dann gesagt, warum denn eigentlich nicht? Und dann habe ich nochmal so ein paar Wochenenden gebohrt, bis sie dann schließlich gesagt haben, ja. Und dann hat uns eigentlich die Pandemie geholfen, weil das Kinoarsenal war ja leer. Also wir konnten da rein. Ich habe meine Ärztin überredet, uns jeden Tag zu testen. Gregors waren schon geimpft, sodass wir dann im Juni 2020 diese erste große Interviewreihe gemacht haben in den Roten Sesseln. Also das ist das Kinoarsenal. Und darauf auf hatten wir aber noch keine Finanzierung so richtig. Das war dann so. Stichwort Crowdfunding habe ich im Abspann jetzt nochmal gesehen. Ja, danke an alle Crowdfunder. Wie viel ist da zusammengekommen? 20.000, aber es war echt hartes Brot, das, sagen wir mal, aufzutreiben. Aber es hat uns dann geholfen. Wir hatten ein bisschen Cash. Wir konnten die ersten Sachen quasi finanzieren. Man konnte, musste nicht alles auf Rückstellung sofort machen und dann habe ich mit Sandra zusammen die Firma gegründet und dann sind wir in diesen Förderzirkus rein, der dann aber Gott sei Dank für diese Verhältnisse relativ schnell ging. Ja, das war eher ungewöhnlich und der RBB ist auch von Anfang an mit dabei gewesen. Das war eine große Hilfe. Die Istvan-Szabo-Geschichte war dann ziemlich spontan, mit, dass er dann plötzlich auf diesem Smartphone aufgetaucht ist. Nein, das habe ich natürlich, okay. Das habe ich natürlich, ich habe ihn am Tag vorher angerufen, dass wir an dem Tag drehen und ob er sich denn vorstellen könnte, dann anzurufen. Und, aber dass sie dann tatsächlich APA geguckt haben, das war wirklich ein Zufall. Ich habe den 10 oder 12 DVDs mitgebracht und habe gesagt, so, ich möchte gerne, dass ihr einen Film guckt, jetzt sucht euch einen aus. Und dann haben sie sich APA ausgesucht. Also insofern war das dann schon, das war dann der Zufall. Was ich so ein bisschen vermisst habe, waren mehr Bilder aus dem alten Delphi. Es gibt diese Bilder, wo man das Delphi-Logo sieht, sind ja in diesem neuen Delphi. Da gibt es halt keine. Da gibt es keine, ja. Okay. Also ich habe keine gefunden. Ja, ja. Es gibt halt viele Tonaufnahmen von den damaligen Q&As, was wir jetzt gelernt haben, das haben die erfunden. Deshalb jetzt gerne die Möglichkeit an Sie, jetzt Fragen zu stellen. Einfach kurz melden. Ich glaube, wir brauchen da jetzt kein Mikrofon hier. Einfach kurz, gerne Fragen. Wer traut sich jetzt? Das kennt man doch, das haben wir doch jetzt festgestellt im Forum, dass da alles so easy mit den Diskussionen auch läuft, auch kontrovers und alles. Also bitte. Okay. Danke. Wir können an der Stelle schon mal verraten, dass dieser Film auch einen offiziellen Filmstart hat. Der ist dann noch nicht demnächst, aber am 1.9. Und davor? Am 31. August machen wir einen sogenannten Vorab-Kinotag. Also wir laden alle kommunalen Kinos, Programmkinos oder auch gerne große Kinos zum selben Uhrzeit eine Veranstaltung zu machen. Wir werden im Arsenal, also Erika, Ulrich, Gregor und ich, wir werden also im Arsenal sein und wenn die Technik hinhaut, dass wir dann sozusagen nach der Filmveranstaltung, also nach der Filmvorführung ein gemeinsames Q&A aus dem Arsenal live in die Kinos
übertragen. Also das ist dann noch eine technische Herausforderung, aber eben dieser zentrale Kinotag. Und das hat sich eigentlich, wir hatten heute schon mal ein Panel zum Zukunft Kino, das hat sich ganz gut bewährt, dass man versucht, so einen sogenannten Impact-Tag, wie man das jetzt gerne mal nennt, oder einen Impact-Distribution-Tag zu machen, sodass das die Aufmerksamkeit etwas bündelt und eben auch dann gleichzeitig viele Menschen ins Kino bringt, was wir uns natürlich wünschen. Wie war denn die Premiere auf der Berlinale? Was wurden da für Fragen gestellt? Da waren die beiden ja wahrscheinlich mit anwesend. Ja, da war es natürlich anders. Da waren die beiden da. Da waren auch viele anderen Zeitgenossen ihrer Bekannten und Freunde da. Nicht alle, aber doch sehr viele, sodass das natürlich nochmal einen anderen Rahmen hatte. Das war natürlich schon ein Ereignis, ja, das kann man schon sagen. Und da läuft das natürlich dann, da sind dann Erika und Ulrich und dann gibt es so und so viele Fragen noch dazu und dann, ist eine andere Zeremonie, sagen wir mal, aber es war ein sehr, sehr schöner Moment für die beiden. Aber die haben den Film vorher schon gesehen. Okay, hätte ich mir gedacht, also was bei mir noch als Frage aufgetaucht ist, die beiden Kinder, was machen die jetzt? Machen die irgendwas mit Film? Nee, also ja und nein. Also die ältere Tochter macht nichts mit Film und die jüngere Tochter ist mit im Arsenal, ist dort eine der beiden Kinoleiterinnen. Und aber die Kinder haben eigentlich von sich aus beschlossen, dass sie in dem Film nicht in großer Form vorkommen wollen. Und ich habe das natürlich respektiert. Weil es war ja schon diese ganzen Mitternachtsvorstellungen und so weiter, die da durchgezogen haben, die haben ja ein toughes Zeitmanagement gehabt wahrscheinlich damals. Ja, da ist dann immer die Mutter angereist, interessanterweise. Ah, okay. Ja. Aha, okay. Jetzt gibt es nochmal die Möglichkeit, was zu fragen. Ich meine, das ist jetzt glaube nicht, dass der Film nochmal auf dem Lichterfilmfestival läuft. Das ist die einzige Vorstellung. Ich glaube, das war jetzt die Also einzige, auf jeden Fall nochmal gerne hier fragen. Also ich kann hier auch nochmal sagen, hier Sascha Ongley war unsere große Mitarbeiterin, große Hilfe. Ist auch da, verdient auch nochmal einen Applaus, Sascha. Dieses, wenn man so ein Denkmal jemandem setzt und dann überlegt, was kommt jetzt als nächstes als Projekt? Also gibt es da schon jetzt eine Idee, was? Nach dem Film ist immer vor dem Film. Also ja, ich schließe dann auch ab. Also ich versuche auch immer wieder neue Themen zu finden. Also ich muss jetzt nicht den nächsten Kinobetreiber oder Filmregisseur oder Regisseurin finden. Also insofern bin ich mit einigen Themen, aber ich bin echt noch so am Anfang. Es war ein ziemlicher Ritt, weil ich muss schon sagen, so 70 Jahre Lebensgeschichte und dann so viel Filmgeschichte. Also ich kenne zwar viele Filme, aber auch in dieser Überlegung, habe ich dann die richtigen? Habe ich die richtigen Ausschnitte? Wo sind sie überhaupt? Können wir sie? Also das war schon sehr viel Material in jeglicher Hinsicht, das ich da gewälzt habe. Dass ich manchmal schon Angst hatte, ob ich es alles packe. So, jetzt kommen zwei Fragen. Zunächst kurz hier in der Mitte und dann Alfred Holikaus. Dann wäre es nur mehr Äußerungen noch geworden. Ja. Von daher fand ich das dann irgendwie dann doch auch richtig, dass es diese Konzentration gab und man dann nicht so fragt, warum fehlt denn jetzt dieses oder jenes, oder weil das natürlich ein immenses Programm war. Ja. In vielen Jahren. Und eben ja in der Internationalität auch total spannend. Danke. Das wird holig aus, oder? Ja, alle geklärt. Naja, wir haben was geschafft. Fleiß, Nachbohren, Gregor, es waren schon für manche ein Türöffner. Also das war dann klar, das gehört sich einfach, dass man da
uns auch entgegenkommt. Ja. Also Aki hat uns seinen Ausschnitt geschenkt, kann man jetzt mal so sagen. Also Hintergrund der Frage ist natürlich, dass so Lizenzgebühren einfach ganz schön teuer sind werden können. Sind irrsinnig teuer. Aber der eigentliche Hintergrund der Frage war, dass ich diese Antwort hören wollte. Ja. Welche? Aber bei manchen auch nicht. Also wir haben auch manche war auch wirklich hartes Verhandeln und einen Ausschnitt haben wir dann auch ausgetauscht, weil da war so ein horrender Preis, wo wir und da war nichts, das war denen halt einfach egal. Ja. Also immer dann, wenn es noch jemand gab, der die noch kannte oder der zumindest die Bedeutung kennt, dann konnten wir quasi verhandeln. Und wenn das aber sozusagen große American Majors, denen ist das egal und das war dann halt anders. Ja. Und auch die Interviewpartner, also das war kein Problem, die zu gewinnen. Das war dann eher eine Zeitfrage, wann kommen wir oder wollen die überhaupt jetzt ein Drehteam bei sich haben, pandemiemäßig. Also das war eher so eine Überlegung und die Zoom-Qualität, wir haben noch ein paar andere Zooms dann auch gemacht international, die war halt leider in manche Länder so schlecht, dass das dann so abfiel, dass ich das einfach gar nicht verwenden konnte. Das wäre sonst auch noch etwas internationaler gewesen, aber das hat sich leider technisch und Reisen ging halt in der Zeit nicht. Beim Licht war auch wahrscheinlich finanziell nicht gepackt, muss ich jetzt auch mal sagen. Ja. Bei diesem Lichterfilmfest gibt es parallel einen Kongress, der heißt Zukunft deutscher Film und da waren Sie am Mittag auch auf einem Diskussionspanel und ich habe mich dann gefragt, ob zur Zukunft des Films vielleicht auch mal diese Rückschau gehört auf die Geschichte, dass Erika und Ulrich immer diese Gastgeberrolle hatten und das immer in ihrem Kino damals angefangen haben, dass sowas vielleicht heute fehlt. Man merkt es ja, das ist ja das Besondere bei Festivals, das, was wir hier gerade machen, ja, also dass wir nach dem Film mit Beteiligten reden über den Film, das müsste es vielleicht einfach wieder häufiger geben, dass da eine gewisse, dass Hintergründe deutlich werden, dass die damals entschieden haben, dass die diese Materialien rausgegeben haben, das könnte man heute, das es gibt viel digital, aber es ist auch viel fragmentiert und es ist viel schwierig. Wie sehen Sie das? Naja, die beiden hatten halt einfach ein irrsinniges Sendungsbewusstsein. Sie waren begeistert von Film, Ulrich zuerst und Erika ist damit eingestiegen, weil sie da die Möglichkeit sah. Beide hatten so diesen Wunsch, auf gewisse Art und Weise zu vermitteln, also Wissen zu vermitteln, Filmwissen zu vermitteln, Filmbildung zu kreieren, aber auch den Spaß am Film und eben diese Gastgeberrolle, wobei sie halt immer in ihrer Unterschiedlichkeit ein sehr gutes Team waren. Ne? Erika, die dann das eher das so forsch-sozial und Ulrich, der dann vielleicht mal mit einem etwas hintergründigen Gedanken um die Ecke kommt. Und dadurch war das eben immer sehr gut möglich. Und ich denke, wenn man da zu zweit als Ehepaar oder auch als gut funktionierendes Paar da auftritt, dann ist man leichter Gastgeber. Wenn das ein Kollektiv macht, kommt es immer sehr drauf an, wie ist gerade die Stimmung. Natürlich war das Arsenal oder die Vorräume der Kinematik auf gewisse Art und Weise ein Kollektiv, aber natürlich waren die beiden auch immer die Chefs dieses Kollektivs, das muss man ganz klar sagen. Aber anders wäre es wahrscheinlich auch nicht so lange gegangen. Weil es wirklich. Also eine Figur, die mich natürlich interessiert hat und der ich auch gehofft habe, dass sie vorkommt, ist natürlich die Uschi. Und die Vorführerin und die mich total überrascht hat in dem Film, weil sie erzählt davon, wie schön es war, dass sie vorne in diesem kleinen Foyer immer war, eine Kontakt zu den Menschen hatte. Also ich hatte nicht ein einziges Mal, und ich war wirklich sehr, sehr oft in den alten Arsenal, ein einziges Mal das Gefühl, dass sie sich darüber freute, dass da Menschen kamen. Ich habe niemanden erlebt, der schlechter gelaunt auf Besuch reagiert hat als sie. Echt? Nee, ja. Aber deswegen habe ich, das war für mich jetzt wirklich richtig neu. Ja, ich glaube, dass Uschi sich, glaube ich, tatsächlich gefreut hat, dass sie halt einfach in ihrer Kommunikation, man kennt ja so Leute, dass sie manchmal halt einfach nicht so kommunizieren, wie sie es eigentlich fühlen. Und bei ihr denke ich das sehr. Und die war irrsinnig aufgeregt und hat sich aber irrsinnig gefreut und
dass sie auch da jetzt was sagen darf zu den Gregors oder auch zu dieser Zeit. Und also das kann man schon auch sagen, auch Menschen, die vielleicht nicht unbedingt immer im allerbesten, es gibt ja auch, da waren ja teilweise, hat man ja auch auf den Fotos gesehen, teilweise 20, 30 Leute, die dann ja auch wieder weg waren und dann waren wieder welche da und dann hat das gewechselt. Es sind ja nicht nur Freunde geblieben, aber an sich unterm Strich erinnern sich alle mit auf jeden Fall großem Respekt an die Zeit, die meisten mit Freude. Ein Thema, was sich durchzieht, ist der Krieg. Ob es jetzt Vietnam ist oder Shoah. Genau, deshalb jetzt nochmal die Frage. Wissen Sie, wie die beiden sich jetzt zu der aktuellen Situation geäußert haben, was die Ukraine betrifft? Ja, das erschreckt die natürlich, ne? Aber auf gewisse Art und Weise, glaube ich, fühlen sie sich auch hilflos, wie wir alle natürlich. Ne? Sie telefonieren mit den russischen Freunden, also Naum ist natürlich dort. Aber es ist, so wie wir vielleicht auch hier sitzen. Ne? Und sie sind natürlich besorgt über die Leute, die sie dort kennen. Ne? Eine letzte Möglichkeit, noch mal was zu fragen. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Kommen. Genießen Sie weiterhin das Festival. Es geht noch bis Sonntag. Draußen Programmhefte und es gibt auch hierzu, liegt draußen schon aus, eine Info zu dem Film, den Sie gerade gesehen haben. Genau, also hier die Annotation von Gregors zu den 40 Filmen, von denen Sie hier die Ausschnitte gesehen haben. Ja, vielen Dank, Alice Agnes Kirchner. Fürs Kommen und vielen Dank an Sie fürs Schauen. Komm mit mir in das Cinema. Das gilt als Motto auf jeden Fall für die nächsten Tage hier beim 15. Lichter Filmfest. Und überhaupt. Genau. Danke. Ciao.